Hallo Vicky, das ist das Levo von Levo. Das ist ein passives gastrockfederbasiertes Exoskelett. Die Kraft wird zwischen Oberschenkel und Brustbein vermittelt. Mit diesem Video bündle ich erste Erfahrungen. Das mache ich für das Projekt Expertise 4.0. In diesem Experimentierraum wollen wir der Pflege den Rücken stärken. Wir fragen uns, ob und unter welchen Voraussetzungen Exoskelette einen Beitrag dazu leisten können, die Rückenbelastung in der Pflege zu reduzieren. Wenn das Levo bereits auf mich eingestellt ist, ziehe ich die Brustplatte auseinander, greife die Schultergurte und ziehe das Levo an wie eine Jacke. Dann schiebe ich die Brustplatte wieder zusammen und schließe die Steckschnalle an der Hüfte. Das Levo ist jetzt einsatzbereit. Zum Ausziehen öffne ich die Steckschnalle am Hüftgurt und ziehe die Brustplatte auseinander. Zur Lagerung schiebe ich die Brustplatte wieder zusammen und hänge das Levo an einen Haken oder auf einen Kleiderbügel. Zum Deaktivieren des Levo drücke ich die Hebel am Smartschalter nach oben. Das mache ich etwa vor dem Laufen oder vor dem Treppensteigen. Um das Levo wieder zu aktivieren, stehe ich still und drücke die Hebel nach unten. Die Hebel können haken, wenn das Levo noch unter Spannung steht. Hier hilft es mir, wenn ich mich aufrichte oder wenn ich gegen Brust- oder Oberschenkelplatte drücke. Zum Einstellen des Levo kann es sein, dass ich das Gestänge wechseln muss. Dazu drücke ich auf die silbernen Knöpfe an der Brustplatte und entnehme die Stangen, die der Hersteller Struktur nennt. Am Smart Joint, das ist die Gasdruckfeder, das Gelenk, drücke ich ebenfalls auf den Knopf und entnehme die Stangen. Die neuen Stangen verbinde ich mit dem Smart Joint. Die Riffelungen zeigen zum silbernen Knopf. Am leichtesten geht es, wenn ich es, besser als es hier gezeigt wird, zuerst einfädel und dann den Knopf drücke. Über einen kleinen Hebel kann ich den Winkel des Gestänges anpassen. Diesen stelle ich seitengleich so ein, dass ich beim aufrechten Stehen gerade so keinen Druck auf der Brust von der Brustplatte verspüre. An der Brust kann ich das Gestänge weiterstellen, wenn es meinen Brustkorb berührt. Falls meine Oberarme die Stangen berühren, stelle ich es enger. Alternativ kann ich eine andere Stangengröße nutzen. Am Smart Joint kann ich die Stangen mit den Riffelungen in 3 Stufen länger oder kürzer einstellen. Länger muss es dann sein, wenn mir die Brustplatte gegen den Solarplexus drückt. Kürzer muss ich dann einstellen, wenn mir die Brustplatte gegen den Hals drückt, wenn ich mich bücke. Alternativ kann ich natürlich auch ein anderes Stangenset nutzen. Die Gurte am Rücken stelle ich mit den Klemmschnallen in der Länge so ein, dass das Drehgelenk des Smart Joint auf dem Drehgelenk der Hüfte liegt. Falls mir die Schulterträger von den Schultern rutschen, dann bewege ich die Schulterplatte am Rücken nach oben. Falls die Schulterplatte am Nacken stört, bewege ich sie nach unten. Ich für mich habe die Platte auf Höhe der Schulterblätter positioniert. Zum Einstellen des Hüftgurts öffne ich die ganzen Bänder. Ich verschließe die Hüftschnalle und ziehe sie so eng, dass die Smart Joints parallel zueinander stehen, also wie die Beine nach vorne und nach hinten zeigen. Dann baue ich mit den Bändern am Rücken, über dem Gesäß und unter dem Gesäß eine Gegenspannung zum Bauchgurt aus. Falls nötig, ziehe ich dann nochmal am Bauchgurt nach. Abschließend rolle ich die ganzen Bänder wieder auf und sichere sie mit dem Gummi. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.